Ja, hallo. Ich möchte hier mal ein Zubehörteil für diesen Revolver vorführen. Also meine Frau und mein Auto gefallen mir so, wie sie sind, aber an diesem Revolver kann man noch ein bisschen was verbessern, fand ich. Da habe ich halt dieses Zubehörteil konstruiert. Das ist ein Laufmantel und daran lassen sich dann recht komfortabel Visierungen befestigen und das Ganze sieht nach meinem Geschmack am Ende recht schick aus. Wenn man den Laufmantel tauschen will, muss man zunächst am Original den Stift nehmen und dann schiebt man dieses Zubehörteil einfach drauf und das wird dann mittels Imbusschrauben angeklemmt. Weil der Lauf ja bei diesem Revolver nur 4 Zoll lang ist und der Laufmantel 6 Zoll, kommt vorne noch eine sogenannte falsche Mündung hinein. Die besteht aus Stahl und ist schwarz poliert. Passt also sehr gut dazu. Und diese falsche Laufmündung verleiht dem Revolver das Erscheinungsbild von einem großkalibrigen Revolver, halt im Kaliber 38 Spezial oder 357 Magnum. Den originalen Laufmantel sollten Sie sich gut aufheben. Der trägt nämlich das sogenannte F-Zeichen, also F im Fünfeck. Und das gibt Auskunft darüber, dass man diese Waffe also frei erwerben kann. Das heißt, frei ab 18 Jahren. Wenn Sie den Originallaufmantel abbauen, dann fehlt halt dieses Kennzeichen. Das ist natürlich nicht so schön. Wir konnten anregen, dass bei den Revolver-Neuerfertigungen das F-Zeichen direkt am Rahmen auf der rechten Seite angebracht ist. Da gibt es also keine Probleme mehr hinsichtlich der Kennzeichnung. Jetzt habe ich immer kurz gezeigt, wie sauber dieses Zollteil praktisch im Rahmen arretiert wird. Da ist extra eine Feder, die genau angepasst ist. Zur Handhabung hatte ich ja in anderen Videos schon einiges gezeigt, also Handhabung von den Revolvern. Bei diesem Modell mit dem nachgerüsteten Laufmantel kann man nun also optische Visierung recht einfach befestigen. Und zwar demonstriere ich das hier mal am Beispiel von einem Leuchtpunktvisier. Der wird oben drauf gesetzt und zu solch einem Leuchtpunktvisier habe ich auch Videos auf meiner Webseite, wo Sie sich anschauen könnten, wie das so funktioniert. Und die Angebote finden Sie zu den Optiken dort natürlich auch. Jetzt setze ich mal ein Zielfernrohr drauf. Das muss ein spezielles Pistolenzielfernrohr sein, weil man bei Kurzwaffen ja mit ausgestreckten Armen schießt. Und deshalb ist praktisch der Abstand zwischen Optik und dem Auge deutlich größer und deswegen muss es halt ein Pistolenzielfernrohr sein. Ja, zur Handhabung, wie gesagt, hatte ich ja schon einiges in anderen Videoclips gezeigt. Also ich habe einen Clip bereitgestellt, da wird gezeigt, wie man die Luftpatronen aufpumpt, wie man die lädt, wie lange das dauert. Hier zeige ich noch mal kurz, wie das mit dem Laden so geht. Also diese Luftpatronen, die werden mit Pressluft aufgepumpt auf ca. 200 Bar. Dann kommt ein Luftgewehrgeschoss davor. Und die Geschosse haben dann so ungefähr so viel Energie, wie man aus Luftgewehren auch erreicht. Die Revolver sind von sehr guter Qualität, ist halt deutsche Markenware. Und man kann Double Action und Single Action schießen, also je nachdem, wie man es bevorzugt. Wir haben nicht nur den Laufmantel im Angebot, sondern seit kurzem auch ein Sondermodell von dem Revolver mit dem F-Kennzeichen auf der richtigen Seite und entsprechend deutlich. Dann haben wir eine Abzugsverbreiterung und eine Verbreiterung am Harnsporn, dass man die Bedienung praktisch besser machen kann. Und wir haben auch einen Holzgriff an dem Sondermodell gleich dabei. Das Ganze sieht zusammen natürlich sehr gut aus. Also wer sich für solch ein Fabrikat interessiert und den Revolver noch nicht hat, der sollte sich vielleicht gleich das Sondermittel zulegen, dann spart er nochmal deutlich gegenüber den Preisen, wenn das nachrüsten würde. Also nachrüsten vom Laufmantel und vom Holzgriff. Und nachrüsten von Abzugsverbreiterung und von der Verbreiterung am Hahn wird gegenwärtig noch nicht angeboten, ist auch ein bisschen schwieriger. Ja, hier sehen wir das Ganze nochmal von dichtem. Und was haben wir dann da Schönes? Das ist ein Schalldämpfer.
Schalldämpfer sind ja frei ab 18 Jahren, sofern die Waffen, für die sie bestimmt sind, auch frei sind. Und wenn man bei dem Laufmantel diese Buchse wieder rausnimmt und durch eine längere ersetzt, kann man also auch Schalldämpfer vom Luftgewehr anbauen. Allerdings ist der Wirkungsgrad eigentlich null, weil ja funktionsbedingt durch den Trommelspalt trotzdem Lärm entsteht. Ja, danke.